reden wir über den Tod. Ein Thema, über das keiner reden will, das verdrängt wird, über das man sehr ungern spricht. Mein Vater ist vor einigen Wochen gestorben. Das ist der Grund, warum wir jetzt hier in Deutschland sind. In dieser Kirche hier war die Feier, danach wurde er beerdigt. Wie kann ich damit klarkommen, dass mein Vater jetzt nicht mehr lebt? Wie kann man mit dem Tod klarkommen? Eine Person sagte einst zu mir, sei die stärkste Person auf der Beerdigung deines Vaters. Ich lebe nicht hier. Ich lebe über 10.000 Kilometer entfernt. Ich bin jetzt 33 und die Frage war, wie kann ich nun die stärkste Person auf der Beerdigung meines Vaters sein? Wie kann ich die Person sein, die lacht, während alle anderen weinen? Oder wie kann ich die Person sein, die umarmt, wenn alle anderen eine Umarmung brauchen? Ich glaube, es geht letztendlich darum, die bestmögliche Version von mir selber zu werden. Wozu bin ich in der Lage? Was kann ich eigentlich im Leben erreichen, um dann das Maximum aus mir rauszuholen? Ich glaube, es geht darum, die beste Version von mir selber zu sein und nicht das, was andere von mir erwarten, sondern was kann ich erreichen, wozu bin ich in der Lage? Mein Charakter muss wachsen, stark sein, das Maximum aus mir selber rausholen zu können und all diese unnötigen, negativen Dinge loswerden. Ich glaube, es geht im Endeffekt nicht um eine Person auf der Beerdigung, sondern es geht darum, eine starke Person im Leben zu sein. Wenn man Tag für Tag danach strebt, einen festeren, stärkeren Charakter zu haben, sind es nicht mehr die Umstände, die Dinge um mich herum, die passieren, die mir passieren, die dann definieren, wie es mir geht, sondern mein Charakter, der stark ist, der definiert, dass es mir gut geht. Geht es um Glück? Geht es darum, glücklich zu sein, wonach heutzutage gefühlt jeder strebt, obwohl das Negative genauso Teil des Lebens ist, wollen wir nur das Positive sehen und erreichen. Wie werde ich nun die stärkste Person auf der Beerdigung meines Vaters, indem ich einen starken Charakter habe und aufbaue, jeden Tag stärker werde. Wie ein Leuchtturm, der leuchtet, egal wie die Umstände sind, egal ob es stürmisch ist, ob es sonnig ist, ob es regnet. Wenn wir das Ganze wissenschaftlich betrachten, ist Licht auch nur Energie, die sich immer weiter ausbreitet. Selbst wenn einmal das Licht ausgeht, leuchtet es immer noch weiter.